بسم الله الرحمن الرحيم. Wie sollte man sich verhalten gegenüber den Leuten mit den Karikaturen? Unser Verhalten ist ein ganz klares Verhalten. Unser Verhalten ist, dass wir jetzt noch mehr an der Sunna festhalten und noch besser die Sunna praktizieren und noch mehr dem folgen, wozu uns der Prophet sallallahu alaihi wa sallam geraten hat. Liebe Geschwister, ich sage euch auch ganz ehrlich, ich mag eine Sache nicht. Wir haben einige Leute, wenn ein Vorfall ist, dann hörst du, dass sie brüllen und schreien. Es ist gut, dass sie Eifersucht haben, aber das sind genau dieselben Leute oder ein Teil von ihnen, damit ich nicht alle verurteile, das sind genau dieselben Leute, die am nächsten Tag wieder nicht zum Fajr aufstehen. Das sind genau dieselben Leute, die am nächsten Tag in die Shisha-Bar gehen. Das sind genau dieselben Leute, die, nachdem sie geschrien haben, vielleicht sich am selben Abend noch mit ihrer Freundin treffen. Dein Schreien, Achil Karim, sollte auch Auswirkungen auf dein Praktizieren haben. Und so haben wir das leider sehr oft, dass wir schnell emotional werden und wir vergessen dann, den Weg vom Propheten zu beschreiten. Und das ist tatsächlich ein falscher Weg, sondern wir sollten noch mehr den Stolz vom Propheten öffentlich machen, noch mehr die Leute aufklären über den Propheten, noch mehr uns mit der Sunna schmücken. Das ist die richtige Basis. Sie hassen uns dafür. Hast du das nicht gemerkt? Und deswegen, wenn wir das machen, dann sollen die auch an ihrem Hass sterben. Dann sollen sie an ihrem Groll sterben. Das ist nicht unser Problem, wenn sie uns dafür hassen. Wallahu ta'ala ala wa alam. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sprich, mein Gebet, mein Opfer, mein Leben und mein Tod gehören Allah.